Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Kane. Heute sind es insgesamt 4 Folgen, eine Folge Kane, eine Folge Battle for Westnoth, eine Folge Mass Effect und weil Mittwoch ist, der Mittelerde Fight Club. Beim letzten Mal bei Kane haben wir ein PDA gelesen von einem gewissen Hank. Wie schon der Name des Parts verrät, ein relativ ekelhaftes PDA. Wir haben uns mit einem Mann unterhalten, den wir aber noch nicht gesehen haben. Scheinbar sind wir nicht der einzige Mensch in dieser Station. Und wir haben eine Art Altarraum gefunden. Ansonsten war nicht sonderlich viel. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich würde jetzt als erstes kurz in den Gang zurückkehren wollen, weil mir ist beim Auffallen der letzten Folge was aufgefallen, was mich stutzig gemacht hat. Also hier ist der Altarraum, hier sind auch abgehangene Menschen, Überreste, total lecker. Mir ist was aufgefallen und zwar, es hat ja geglitzert am Boden. Und es hieß, es hat geglitzert wegen Metall, aber eigentlich dürfte gar kein Metall. Breathe, Hadley. Hier sein. This must be a side effect. You're still asleep. Oh ja, du schläfst bestimmt, Hadley. Sowas träume ich immer, wenn ich schlafe. Hier glitzert es ja. Moment. Irgendwo hier war das. Genau, aber hier steht schon ein verbogener Metallgegenstand reflektiert. Und erst habe ich das nicht weiter wahrgenommen. Jetzt im Nachhinein, hier muss was liegen. Und deswegen wollte ich mir kurz anschauen, was hier liegt. Ein zerstörtes Skalpell. Oh. Hier haben wir es. Dieses Skalpell ist verbrannt, stumpf und zerstört. Das war das Skalpell, mit dem wir vermutlich Hank getötet haben. Irgendwie habe ich das beim letzten Mal nicht realisiert. Wir haben beim letzten Mal auch hier Proteinpulver mitgenommen. Das war in dem Altarraum. Ja gut, dann haben wir das jetzt schon mal. Das ist doch schon mal schön. Jetzt können wir mal zurückgehen. Da gibt es ja eine Konsole. Die würde ich mir gerne kurz ansehen wollen. Das Geräusch war gerade wirklich nicht schön. Nämlich die hier, die Atmosphärensteuerungsterminal. Das würde ich mir kurz ansehen wollen. Ansonsten war hier nichts. Ne? Hier stand halt das Proteinpulver. An den Werkzeugkasten kommen wir nicht einfach so. Der ist schon gesperrt, das haben wir schon gemerkt. Ach, erodierte Deckenleitungen. Beim letzten Mal konnte man Deckenleitungen nicht lesen. Beim letzten Mal hieß es nur erodierte Decken irgendwas. Okay, gehen wir mal an das Terminal. Ich will einfach sehen, was da so ist. Atmosphärisches Steuerungssystem. Ein Zukunftsterminal ist... Nee, für Zukunftsterminal ist ein aktives PDT erforderlich. Atmosphärische und Umweltsteuerung. Wir hatten das letzte Mal in dem PDA von Hank, der hat irgendwas von einem PDT am Ende geschrieben, dass er sonst nicht entkommen kann. Und er hat auch geschrieben eben von der Atmosphärensteuerung. Okay, also können wir hier derzeit nichts machen. Ich nehme an, hiermit kann man dann hier die Sachen machen. Okay, meine nächste Frage wäre, ob wir mit dem Skalpell... Oh, das ist teilweise echt schwer mit dem Sachen neben mir. Ob wir mit dem Skalpell vielleicht den Werkzeugkasten aufkriegen? Stupid Hadley. Schön, wie du dich selber beleidigst, Hadley. Also scheinbar geht das nicht. Geht das vielleicht mit dem Pulver? Ich weiß schon, komische Überlegungen, aber das Pulver schien ja sehr wichtig zu sein. Vielleicht, dass das irgendwas auslöst. Hadley, are you on drugs? Nimmst du etwa Drogen? Ja, okay, das ist also auch nicht die Lösung. Finde ich schön, dass sie da das so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen betont. Okay, dann gehen wir mal nochmal nach oben. Da, wo das andere Terminal war, mit der Kombination, die wir nicht herausgefunden haben, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wie wir an die Kombi kommen. Beim Überbau. Weil jetzt haben wir halt sowohl das Skalpell als auch jetzt dieses Proteinpulver. Das hilft uns vielleicht.
Jetzt dachte ich gerade, hier wäre ein Video oder sowas. Weil hier bei diesem Terminal, das konnten wir letztes Mal nichts machen, weil es auch ein Störungsterminal ist. Hier ist das PDA, was wir beim letzten Mal gelesen haben. Und hier hören wir auch immer noch diese Kinderstimme, bloß halt ein bisschen dumpfer. Okay, gucken wir mal. Gehen wir erstmal hier hin. Wie gesagt, also für einen neunten Monat schwanger ist Hedley relativ schnell. Vielleicht können wir ja mit dem Pulver die Kombi rausfinden, im Sinne von, dass man dann sieht, welche Tasten berührt wurden. Nein? Ah, das ist wirklich das mit dem Sachen nehmen, ernsthaft. Man muss doppelklicken und es dann rausziehen, ansonsten kann man nichts nehmen. Don't worry, little guy. I'm not that stupid. So blöd bin ich nicht. Können wir es vielleicht knacken mit dem Skalpell? Ich probiere jetzt einfach verschiedene Sachen mal aus. Don't worry, little guy. I'm not that stupid. Können wir nicht. Okay, dann die letzte Idee, die mir gerade spontan kommt, ist, dass wir mit dem Skalpell irgendwie diese Dose hier aufschlitzen mit dem Pulver. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich probiere erstmal ein bisschen aus. Objektkombination erfolgreich. Aha. Was haben wir jetzt hier? Geöffneter Proteinpulverbehälter. Wenn das extrem feine Sodiumpulver aufgenommen wird, verursacht es ein Gefühl von extremer Euphorie. Ja, davon hat Hank beim letzten Mal geschrieben. Wie eine Art Schmerzmittel. Okay, also jetzt haben wir gerade gelernt, man kann Gegenstände kombinieren. Das wussten wir vorher nicht. Vielleicht können wir damit was tun. Ja, da tut sich doch was. Okay, jetzt sehen wir hier Handabdrücke. Da hat sich doch was getan. Okay, also hier ist ein Handabdruck. Hier ist ein Handabdruck und hier ist ein Handabdruck. Und hier. Aha, und schon sind wir drin. Ja, das Rätsel fand ich jetzt relativ cool. Und gucken wir mal, wir kennen dieses Ding ja schon. Diagnostik. Ob hier irgendwas Neues gibt. Das ist noch dasselbe. Logs und Hinweise. Dr. Adams, von dem haben wir letztes Mal gelesen. Genauso wie von Joseph Boyno. Daniel Boland. Integration des Leistungsrelease. Level 2. Und hier kommt auch Hank vor. Service und Extraktion. Also ja, Hank war der Typ mit dem Anzug. Definitiv, weil der war hier zuständig dafür, dass uns das Baby genommen wird. Also, hätten wir nicht das Kapell gehabt, heißt das. Hier kommt auch nochmal Hank zweimal vor. Extraktion läuft. Also jetzt nicht mehr. Okay, Programm. Hier können wir jetzt die Sachen wieder machen. Es sind Fehler aufgetreten. Das konnten wir vorher nicht. Servomissions mit Kalibrieren. Es hat funktioniert. Okay, jetzt steht hier viermal, es ist ein Fehler aufgetreten. Das war gerade der Arm, der hat sich gerade bewegt. Dann gehen wir mal wieder nach unten. Vielleicht können wir jetzt mehr machen. Das sind ziemlich coole Rätsel, finde ich. Am Anfang war es ein bisschen schwer, aber ich meine, jetzt sind wir im Part 3 und jetzt... Das mit dem Proteinpulver war jetzt nur Zufall. Dass das ging, fand ich ziemlich cool. Vielleicht kommen wir jetzt an die Beißzange hier ran. An die kamen wir vorher ja nicht ran. Aha, Quantenspeichergerät aktualisiert. Wir haben eine Beißzange. Wir haben auch immer noch das Proteinpulver. Klinge. Eine scharfkantige Lazette, die von dem Extraktionsgerät entfernt wurde. Ach so, von dem Arm. Aha. Das Ding war also das, was das Baby rausschneiden wollte. Wie schön. Das wird Hedley bestimmt freuen, sowas zu besitzen. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück, beziehungsweise vor. Vielleicht können wir mit der Klinge an den Werkzeugkasten. Ich würde einfach gerne nicht dran. Weil ich glaube, anders kommen wir auch nicht an dieses Terminal, was hier war. Es sei denn, man kann das Terminal hier jetzt auch knacken mit dem Proteinpulver. Ich probiere aber erst mit der Klinge an den Werkzeugkasten zu kommen.
Vielleicht geht das, ja. Maybe if I jam it in. On second thought, I'm getting desperate. Vielleicht sollte ich es reinrammen. Hm. Probier's doch einfach mal. Ich kann gerade nichts mehr machen irgendwie. Na komm. Ja, man muss da doppelt draufklicken, dann die Maus gedrückt halten und dann rausziehen. Dieses Nehmen von Gegenständen ist irgendwie ein bisschen nervig. Okay, scheinbar kann sie nichts damit machen. Vielleicht mit dem Pulver? On second thought, nope. Nein, aber vielleicht mit dem Pulver an der Steuerungsterminal, so wie oben. Probiere ich mal. Hadley needs to get her head checked. Hadley muss sich mal psychologisch durchchecken lassen. Ja, liebe Hadley, an dem Ort, wo du hier bist, musst du dich sowieso psychologisch durchchecken lassen. Das ändert sich nicht. Okay, ja, was sollen wir hier machen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Weil wir müssen ja auf jeden Fall in diese anderen Luftschleusen. Die sind aber alle blockiert. Und wir kommen an die Luftschleusen wahrscheinlich nur ran durch das Terminal hier. Aber für das Terminal brauchen wir dieses PDT. Sonst können wir nicht drauf zugreifen. Hm, was könnten wir denn noch machen müssen? Wenn wir das Datenpad nehmen, was passiert denn dann? Gar nichts. Das dachte ich mir schon. Und wenn wir hier die Klinge vielleicht reinrammen, ich meine, die Klinge zu nehmen kann nicht verkehrt sein. I think not. Eher nichts. Okay, was mir gerade noch kommt, wäre auf den Altar vielleicht das Pulver zu tun. Nee, ist irgendwie blöd, dass wir jetzt wieder hier länger rumeiern. Das kommt mir jetzt ganz spontan noch. Ich probiere einfach ein bisschen aus, ihr seht schon. Können wir da was machen? Nein. Dann können wir auch bei den Wachskerzen nichts machen. Okay, dann müssen wir irgendwie anders weiter. Hier kommt man scheinbar gerade nicht weiter. Vielleicht muss man hier später nochmal hin. Hier kann man ja überall nicht hin. Dann gucke ich jetzt nochmal hier vorne, ob hier vielleicht irgendein anderer Zugang ist. Ja, schade. Am Anfang hatten wir einen Lauf, aber jetzt hängen wir wieder ein bisschen. Das ist ein bisschen ekelhaft. Aber hier ist ja nichts. Hier sind zerfetzten Bodenfliesen, die kommen aber von oben, glaube ich. Weil hier kann man ja nicht hin. Hier ist die Glut. Und hier ist halt der Überbau, wo wir gerade eben waren. Und die schwebenden Überreste, die kennen wir aber schon. Also gucke ich nochmal oben. Vielleicht müssen wir hier oben jetzt was mit der Klinge machen, die wir gerade bekommen haben. Die Frage ist, was wir hier machen können, weil hier ist leeres Nichts. Im Grunde können wir ja nur noch ein Steuerungsterminal. Das PDA kennen wir. Das zerstörte Kerl wird nie wieder funktionieren. Und hier haben wir auch schon alles gelesen. Dann gehe ich jetzt nochmal an das Steuerungsterminal dran. Irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Ja, hier jetzt die vier Fehler. Klar, weil der Arm total festhängt. Und die anderen Sachen, das sind ja alles nur... Ach halt, hier erinnert sich ja die Sachen. Danny Boland. Ich glaube, das haben wir vorher nicht gelesen. Hinweis an das komplette Personal. Aufgrund eines Sicherheitsverstoßes wurde das Passwort für das PDT-Drucklabor zurückgesetzt. Neues Passwort. Ach. Also die Sachen ändern sich hier. Hinweis 1112. Das ist gut, dass wir hier oben waren. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben zwei Pfeile nach links, wir haben eine Flagge und ein Steuerkreuz. Also so ein, ja, allgemeines Kreuz. Das wundert mich jetzt ein bisschen, dass sich hier das spontan ändert. Ja, vielleicht das Sicherheitsprotokoll, also der Sicherheitsverstoß vielleicht wegen dem Arm, den wir aktiviert haben. Okay. Dann wieder ab nach unten. Auf sowas muss man natürlich erstmal wieder kommen, dass man an Orte mehrfach muss. Ich meine, wir waren jetzt hier schon zweimal und beide Male war es wichtig.
Dann kennen wir hier jetzt das Kennwort. Ehrlich gesagt, ich bin dauernd immer noch angespannt, ob wir wieder ein Monster begegnen. Hank war ja offensichtlich kein Monster, nur vom Kopf vielleicht. Wie gesagt, seine Gedanken kennen wir aus der letzten Folge. So, jetzt als Steuerungsterminal. Jetzt kennen wir ja das Kennwort. Jetzt müssten wir eigentlich was da machen können. Wahrscheinlich konnten wir vorher nichts mehr machen, weil wir das Kennwort nicht hatten. Ein aktives PDT erforderlich, ja, ja. Aber wir kennen doch jetzt das Kennwort. Irgendwie können wir nichts machen. Das ärgert mich gerade. Oder war das Kennwort für den Omni-Werkzeugkasten? Schauen wir mal auf den. Weil wir wissen, da war der Zugriff verweigert beim letzten Mal. Access denied. Nein, der Zugriff ist immer noch verweigert. Wo müssen wir denn hin zum Teufel? Also wir müssen irgendwie ein PDT finden. Für das PDT haben wir das Kennwort bekommen. Und mit diesem Kennwort, mit diesem PDT können wir dann hier an die Steuerungsterminale. Die Frage ist nur... was wir jetzt machen sollen. Ich meine, wir haben noch knapp 14 Minuten. Ich probiere jetzt nochmal mit der Klinge in den Werkzeugkasten zu kommen, weil Hattie vorher gemeint hat, vielleicht muss ich sie einfach reinrammen. Probiere ich jetzt nochmal. I think not. Eher nicht. Okay. Finde ich aber ehrlich gesagt schön, dass Hattie immer einen Kommentar gibt. Das gefällt mir. Kann nicht genutzt werden. Verschlossen. Geht nicht auf. Kein Zutritt. Und zeigt an, dass die Sämpfe verschlossen ist. Es stehen ja verschiedene Sachen da. Können wir vielleicht bei den Versiegelten irgendwas machen? Ah, nee, das hat ja nichts. Ja, wir haben ja nur diese beiden Orte. Es sei denn, ich übersehe dauernd einen Weg, weil da sind nur die erodierten Platten da. Rechts. Ich weiß schon, dass wir gerade dauernd hin und her laufen, aber ich, hier ist nur die Glut. Haben wir vielleicht jetzt neue Hinweise im PDA möglicherweise über das PDT, weil Hank hat ja im letzten Eintrag über das PDT geschrieben. Das gucke ich jetzt nochmal kurz. Ich probiere jetzt einfach mal alles aus. Jetzt gucke ich nochmal kurz auf Steuerungsterminal davor, ob es da was Neues gibt. Ein bisschen blöd, dass wir jetzt wieder rumeiern. Da, aufgrund des Sicherheitsverstoßes, das Passwort für das PDT-Drucklabor zurückgesetzt. Ich dachte, das wäre halt für die Atmosphären-Terminal. Das war's aber nicht. Wir müssen auf jeden Fall zu diesem Drucklabor. Das ist schon mal sure. Hier ist nichts Neues. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Und hier kommen nur die Fehler. Weil hier ist keine Tür. Hier sind nur Lichtbündel. Ich lese nochmal das PDA, ob da irgendwas Neues steht. Ist zwar unwahrscheinlich, weil Hank ist ja tot. Aber vielleicht gibt es Hinweise nochmal. Ich lese es jetzt ganz schnell, weil wir haben das meist schon, wir haben eigentlich alles schon gelesen beim letzten Mal. Ich habe übrigens hier mich verlesen. Das war nicht Narkose, sondern Nekrose. Wegen der Magentherapie, by the way. Was auch viel mehr Sinn macht. Ist es trotzdem nur noch ekelhaft, aber es macht mehr Sinn als Narkose. Da schmerzlindernde Reaktionen. Leckt die eigene Schwester nicht ab, genau. Viel praktischer. Die atmosphärische Steuereinheit, genau, zur Behandlung von Nekrose. Nekrose ist ja Verfaulen von Körperteilen, dass Körperteile absterben. Wie gesagt, ich lese jetzt nicht alles durch Daten, das beim letzten Mal schon. Ich lese es jetzt ganz schnell.
Und das Probleme tauchen wieder auf, ja. Das ist jetzt 18. September, da wo er entweder von uns schreibt oder zumindest unseren Namen verwendet hat. Genau. Es wird schwierig werden, Hedley und Mutter zum Fahrstuhl zu bekommen. Und selbst wenn ich das schaffen würde, kann ich ohne einen PDT nicht entkommen. Aber wo ist das PDT? Da müssen wir jetzt auf jeden Fall hin. Das ist meine Frage. Also es gab nichts Neues. Ich meine, wir haben nicht so viele Gegenstände. Wir haben nur das Datenpad. Wir haben die Klinge jetzt. Und wir haben halt das geöffnete Proteinpulver. Vielleicht können wir mit dem Datenpad jetzt am Terminal was machen. Das konnten wir zwar vorher nicht. Probieren wir das mal. Ja, it's official. I'm losing my mind. Ja, ich habe auch das Gefühl, meinen Verstand zu verlieren. Danke, Hedley. Also nein. Es muss irgendwas unten sein. Hier oben ist definitiv nichts mehr, weil das zerstörte Computerterminal kriegen wir. Ich meine, wir könnten auch versuchen, das nochmal zum Laufen zu kriegen. Da probiere ich jetzt nochmal die drei Gegenstände. Aber ich glaube nicht, dass wir das hier... Es steht ja schon da, das Ding wird nie wieder funktionieren. Ich halt. Hier kommt auch nur das Augensymbol. Das kriegen wir nicht mehr zum Laufen. Es kann also nur unten was sein. Hier oben ist definitiv nichts mehr. Es sei denn, ich hätte jetzt was übersehen. Aber da wir jetzt drei, viermal hier oben waren, glaube ich das nicht. Wenn ich irgendwas übersehen habe, gerne in die Kommentare. Wegen, also ich bin ja, ne, bei Let's Plays ist man ja meistens sehr aufmerksamer, deswegen. 8 Minuten haben wir noch. Weil hier ist definitiv nichts mehr in dem Gang. Freigelegte Isolierung. Nein, es ist nur, es kann nur in dem Raum sein. Es geht gar nicht anders. Es kann nur was in diesem Raum sein. Mit, also in dem Altarraum, wo wir das Pulver her hatten. Es kann nur was hier sein. Es geht gar nicht anders. Jetzt schauen wir nochmal ganz genau. Hier sind nur die Deckenleitungen. Hier kann man aber nirgendwo lang gehen. Hier sind die Luftschleusen, die sind alle verschlossen. Hier ist der Werkzeugkasten, an dem wir aber keinen Zugriff haben. Die Wachskerze, mit der können wir auch nichts machen. Und mit dem Altar mit Flüssigkeitsflecken können wir auch nichts machen. Und hier sind die menschlichen Überreste, da können wir aber auch nichts mitmachen. Nur bei dem Steuerungsterminal, aber da sagt er ja nur, wir brauchen ein PDT. Hier sind noch erodierte Deckenleitungen, die habe ich vorher zum Beispiel nicht gesehen, aber das steht genau dasselbe wie bei dem anderen auch. Ich meine, ich nehme an, mit dem widerwärtigen Bestand des Dings meint sie, glaube ich, hier die menschlichen Überreste. Die sind mir beim letzten Mal auch nicht sofort aufgefallen. Ich meine, es sieht hier so aus, als wäre hier ein Gang. Ansonsten müssen wir früher aufhören und dann beim nächsten Mal schauen. Probier jetzt mal. Ne, mit dem Pulver konnten wir ja nicht sein Werkzeugkasten machen. Aber da hatten wir es nicht geöffnet, ne? Da hatten wir es nicht geöffnet, glaube ich. Jetzt probiere ich mal mit dem geöffneten. No, Sister. Ja, sie redet auch immer komischer. Ich glaube, Hedley wird wirklich langsam wahnsinnig. Ne, ne. An dem Omni-Werkzeugkasten, da kommen wir momentan nicht dran. Ums Verrecken nicht. Und hier können wir überall nur beobachten. Wir müssen wohl eine öffnen, aber ich frage mich halt wie. Ach, Kruzifix. Die Figur hängt an einem provisorischen Kruzifix. Ihre papierdünne Haut erinnert an einen schimmligen Pfirsich. Moderne Kunst, ha? Das habe ich zum Beispiel vorher schon wieder nicht gesehen. Obwohl es eigentlich jetzt nicht so unauffällig ist. Ja, ansonsten speichere ich jetzt hier in dem Raum und wir gucken beim nächsten Mal weiter, weil... Wir müssen jetzt natürlich nicht Zeit verschwenden. Ich glaube, das mache ich. Ich werde jetzt speichern. Beim nächsten Mal haben wir dann... Ja, das mache ich jetzt schnell speichern. Beim nächsten Mal haben wir dann 5 Minuten länger. Und hoffentlich kommen wir beim nächsten Mal weiter. Sollte es keine Kommentare geben, werde ich auch selber nochmal schauen. Weil im Moment habe ich... Ich meine, wir sind schon weitergekommen in diesem Part. Und das war schon clever mit dem Pulver.
dass wir oben dann hinkamen und jetzt an die Beißzange kamen. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Also du bist halt ans PTT, das ist völlig klar. Die Frage ist halt nur wie, weil wir haben nur den Werkzeugkasten und das Steuerungsterminal und oben das Terminal. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, hatten wir zwar oben ein Kennwort bekommen, können es aber nirgendwo nutzen. Das ist irgendwie blöd. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, ich will früher aufhören, aber ich will natürlich jetzt nicht 5 Minuten rumeiern und gar nichts tun. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir, dass wir weiterkommen. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.